Wohl erste Verhandlungen mit Bayern-Star Musiala. Jamal Musiala ist einer der begehrtesten Jungstars der Welt. Um ihn längerfristig zu halten, haben eben diese Bayern-Verantwortlichen unter dies zwar erste Schritte unternommen. Die Verantwortlichen von Rekordmeister Bayern München haben sich nach allem Anschein mit Jungstar Jamal Musiala zu ersten Vertragsgesprächen getroffen, wie eben diese Leibesübungen Bild berichtet. Luden Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund den Nationalspieler und dessen Management in der vergangenen Woche in ein Münchner Restaurant ein. Musialas Kontrakt läuft noch so lange bis 2026, weil darüber hinaus eben diese Zukunft des Mittelfeldakteurs zu sprechen. In den Gesprächen müssen Eberl und Freund laut Leibesübungen Bild Musiala augenfällig aufgesetzt haben, dass er wie legitimer Nachfolger von Thomas Müller auf der Einstellung nach den Spitzen gesehen werde. Außerdem habe Eberl wie gehabt bekräftigt, dass der 21-Jährige dasjenige Zugpferd für eben diese internationale Kommerzialisierung des Vereins werden solle. Zuletzt hatte Eberl in dem Sport1-Doppelpass bereits erklärt, dass Musiala eines der Gesichter der nächsten Jahre werden solle. Wie eben diese Leibesübungen Bild berichtet, soll Musiala nochmal augenfällig aufgesetzt haben, dass der Rendite der Champions League wie aktiver Bereich der Mannschaft ein Zweck sei. Parteiisch sei der Rendite des Ballon d'Or ein Karriereziel.